Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Tja, wir stehen heute mal bei mir in der Garage. Was soll ich sagen? Die schöne große Halle gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch kleine Garage und es gibt noch eine Halle, die außerhalb ist für den Prüfstand. Also es ist alles ein bisschen anders geworden, aber wir stehen hier heute deshalb in der Garage, weil ich mich gerne mit euch über, nicht nur über die Lotte, sondern eigentlich auch über den Vergaser unterhalten möchte, den die Lotte hat. Das ist nämlich ein Vergaser, ein typischer SI-Vergaser und wir haben hier ein paar spezielle Sachen dran und die würde ich euch gerne eigentlich ein bisschen näher bringen. Viel Spaß bei dem Video. So, also, über was wollen wir heute reden? Wir wollen heute reden über die Teile der Firma Vesptec. Die findet ihr im Internet. Ich gebe euch den Link hier in die Videobeschreibung. Könnt ihr draufklicken, da könnt ihr alle Teile, die ihr jetzt seht, könnt ihr dort kaufen. Warum benutze ich die Teile der Firma Vesptec? Die Firma Vesptec macht Venturis und macht große Deckel. Warum Venturi? Warum großer Deckel? Ich werde das oft gefragt, warum benutzt du diese Teile? Warum baust du die auf dem Vergaser? Du hast keinen Luftfilter dran, ist doch scheiße, da kommt Dreck, tote Tiere, alles wird angesaugt, ist scheiße, der Motor geht kaputt. Also dazu muss ich erstmal ein bisschen aufräumen mit dem Mysterium, dass ihr so wahnsinnig viel Dreck und wahnsinnig viel Schmutz und irgendwas alles Mögliche ansaugen würdet, wenn ihr keinen Rahmenschlauch drauf habt und keine Luftfilter drauf habt. Der Motor ist gecovert, da ist eine Motorhaube drüber. Da ist sicherlich es leichter für Staub, wenn wir über Staub reden, in den Einsaugtrakt eingezogen zu werden. Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, weil so viel Staub habt ihr da eigentlich nicht, dass der Motor da Schaden nimmt. Dieser Roller fährt jetzt die vierte Saison, also das vierte Jahr, ohne Ansaugschlauch, ohne Rahmenansaugung und ohne Luftfilter. Nur mit Venturi von der Firma Vesptec und mit dem Deckel der Firma Vesptec. Das funktioniert ganz hervorragend. Ich fahre seit, ich würde fast sagen, und seit 96 ungefähr ohne zum Teil ohne Deckel, zum Teil ohne Luftfilter, die allermöglichsten, witzigsten Sachen. Also mir ist ein Motor nie kaputt gegangen, weil er irgendwas angesaugt hat, Steine, Staub oder sonst irgendwas, sondern mir sind die Motoren eigentlich deshalb kaputt gegangen, weil ich falsch abgedüst hatte. Oder weil ich Schäden an Kurbelwellen hatte oder Schäden an Zylindern hatte oder sonst irgendwas kaputt gegangen ist, Lager kaputt sind. Wegen einem Vergaser oder wegen angesaugtem Staub oder Dreck ist mir noch nie ein Motor gestorben. Ich kann euch natürlich wirklich nicht sagen, wie viel Staub wir tatsächlich dort ansaugen. Ich glaube, und das sehe ich auch unterhalb der Backe, dass es nicht so wahnsinnig viel sein kann, dass es den Motor in irgendeiner Form großartig belastet. Dafür ist das alles viel zu grobe Technik. Natürlich wird es irgendeinen Effekt haben, wenn kleine Staubpartikel in den Motor angesaugt sind. Aber guckt euch mal den Luftfilter von der PX an. Das ist ja mehr ein Küchensieb, als dass es wirklich ein Luftfilter ist. So. Also, warum benutze ich diese Teile? Der Motor braucht Luft. Der Motor braucht viel Luft, um vernünftig zu performen. Und das ist etwas, was mir innerhalb dieser ganzen Vergasergeschichten immer sehr, sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat. Warum düsen wir ab? Warum kastrieren wir den Sprit? Warum kastrieren wir die Spritmenge, die eintritt in den Vergaser über Düsen, wo wir sagen, wir machen eine 130er Hauptdüse oder eine 120er, 45er Nebendüse, Luft weniger, Sprit weniger. Und das waren so die ersten Überlegungen, die in diese Richtung gingen, wo ich gesagt habe, lass den Motor doch mal atmen, lass den Motor doch mal wirklich mit Luft versorgen. Und dann reden wir tatsächlich darüber, wenn der die maximale Luftmenge bekommt, die er braucht, um vernünftig zu performen, dann sorgen wir im Grunde dafür, dass wir einfach nur genug Sprit dazugeben. Und genug Sprit dazugeben heißt halt, wir müssen halt entsprechend vernünftig bedüsen, das heißt mit großen Düsen. Oder dafür sorgen, dass die Düsen ausreichend groß dimensioniert sind, damit sie entsprechend viel Sprit durchlassen. Ihr müsst dafür Sorge tragen, dass ihr auch entsprechend das Spritvolumen vom Tank zum Vergaser bekommt. Da sind einige Umbauten nötig, aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht im Detail gehen. Ich weiß, dass das gerne viele von euch wissen möchten, aber das lassen wir mal so, wie es ist. Das lassen wir mal bei mir. Da haben viele, viele Jahre und viele, viele Tests es gebraucht, um an den Stand zu kommen, wo wir heute sind. Ich habe das damals mit einem Kumpel zusammen gemacht. Und wir haben da sehr, sehr viel Zeit und Gehirnschmalz reingesteckt, um das zusammen herauszufinden, wie das alles so funktioniert. Und da das sehr erfolgreich war, das seht ihr ja, ne? Also ich düse ja auch schon relativ lange und häufig ab, da das sehr erfolgreich war, sieht man ja auch, dass uns diese Sachen auch recht gegeben haben. So, aber Venturi und Deckel, darum soll es gehen.
Warum brauche ich den großen Deckel auf diesem Vergaser? Ich brauche Luftvolumen. Ich brauche ganz viel Luftvolumen. Wenn der Schieber aufgeht und der Motor ansaugen will, dann brauche ich schlagartig sehr viel Luft. Und das große Problem ist einfach, dass wenn ihr einen Luftfilter oben drauf habt, wenn ihr noch einen ganz flachen Deckel habt, also es gibt Deckel in unterschiedlichster Form von der PX Alt, die gehen ganz knapp über den Luftfilter. Das heißt, oberhalb vom Luftfilter ist ganz, ganz wenig Platz, kein Luftvolumen, steht nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn der Schieber schlagartig aufgeht, dann muss die Luft irgendwie durch den Luftfilter in den Vergaser rein. Die muss um 24 Ecken rum und diese ganze Luftsäule, die da steht, die muss sich in Bewegung setzen. Und dieses in Bewegung setzen der Luftsäule, das bedarf Zeit. Und die Zeit habt ihr nicht. Also wenn der Schieber aufgeht, dann fordert er Luft. Und wenn dann keine Luft zur Verfügung steht, dann habt ihr oftmals das Thema, dass ihr so eine kurze Gedenkminute habt. Oder Gedenksekunde. Ne? Ihr dreht den Schieber auf und dann macht der Roller blöp, und kommt dann. Da fehlt Luft. Da fehlt einfach die Bewegung der Luft, das Luftvolumen. Und wenn ihr einen hohen Deckel habt, dann habt ihr oberhalb des Schiebers einfach unfassbar viel Luftvolumen zur Verfügung. Wenn der Schieber aufgeht, kann sehr, sehr viel Luftvolumen sofort eintreten. Und das Ingangsetzen der Luftsäule, die im Grunde davor steht, das ist deutlich erleichtert und das geht deutlich besser. Das heißt, ihr optimiert im Grunde mit diesem hohen Deckel den schnellen Lufteintritt in den Vergaser und ihr könnt gewährleisten, dass die Luftsäule, die dann da hinten in Gang gesetzt werden muss, einfach deutlich besser und durch ein größeres Volumen oberhalb des Schiebers in Gang treten kann. Der Venturi erleichtert das Ganze noch. Der Venturi benötigt, oder beziehungsweise mit dem Venturi benötigt ihr keinen Luftfilter. Der Venturi sorgt dafür, dass das einströmende oder die einströmende Luft, weil Gas ist es ja nicht, die einströmende Luft deutlich sanfter und geleiteter und geführter in den Vergaser eintreten kann. Wir haben keine Ecken, wir haben keine Kanten, wir haben keine Stoßkanten, wir haben keine Verwirbelungskanten. Dieser Venturi-Effekt, wer da mal ein bisschen was genauer drüber wissen will, Wikipedia hilft da eigentlich ganz gut weiter. Also durch diesen Venturi, der da drauf ist, ist der Eintritt der Luft deutlich leichter und besser gewährleistet. Wir haben nur ein großes Problem. Die Luft, die über den Venturi eintritt und die traditionellen Venturis, die es so gibt, das waren so die Venturis zum Beispiel von Polini oder auch der Venturi, der von Pinasco dabei ist. Da stehen die Hauptdüse oder der Hauptdüsenstock und der Nebendüsenstock stehen voll in diesem Venturi-Kanal. Und wenn die Luft über die Seiten von dem Venturi eintritt, dann zieht sie quasi die Luft, die in die Hauptdüse und in die Nebendüse gezogen werden muss, zieht sie mit und sorgt dafür, dass diese ganze Luftsäule oberhalb der Hauptdüse abreißt. Und wenn ihr dann abreißen habt, dann habt ihr natürlich keinen guten Luftdurchsatz oder durch die Hauptluftkorrekturdüse in das Mischrohr und die ganze Anreicherung des Gemischs kann durch diese fehlende Luft nicht vernünftig funktionieren. Das heißt, am idealsten ist es, wenn ihr Venturis verbaut, die die Hauptdüse oder den Hauptdüsenstock und den Nebendüsenstock voneinander trennen. Also einströmende Luft getrennt von dem Hauptdüsenstock und von dem Nebendüsenstock. Und deswegen haben wir den Venturi von Westpac verbaut, weil der kapselt nämlich die Hauptdüse und die Nebendüse. Und sorgt dafür, dass der Venturi-Effekt wunderbar über dem Vergaserschieber eintreten kann. Der Riesenvorteil ist, dass die Hauptdüse und die Nebendüse beruhigte Luft bekommen und nicht im direkten Effekt zum Venturi stehen. Das heißt, Venturi kann wunderbar Luft in den Schieber rein oder zum Schieber hin und die Nebendüse und die Hauptdüse kriegen ihre beruhigte Luft quasi von daneben. Ne? Weil da ist ja einfach nur so eine gedruckte Wand dazwischen. Der Westpac Venturi hat noch einen riesen Vorteil. Der bietet euch nämlich den Schutz, dass diese Schraube, die auf der Rückseite von dem Venturi verbaut ist, die auf dem Vergaser montiert ist, nämlich gekapselt ist. Das heißt, sollte sich die Schraube mal lösen und lockern, was durchaus vorkommen kann, was vorgekommen ist in der Vergangenheit, kann diese Schraube nicht in den Ansaugbereich reinfallen. Das heißt, die kann sich nicht lockern, die kann sich nicht rauseiern, die kann sich schon lockern, könnte sie. Aber die kann sich nicht so weit rauseiern, dass sie in den Ansaugtrag reinfällt und euch den ganzen Motor zerstört. Das heißt, wenn die sich lockert, dann fällt die hinten am Vergaser runter und fällt in die Wanne rein. Damit habt ihr keine Sorgen. Also das ist der Grund, warum ich diese Westpac-Deckel, diese großen XXL-Deckel benutze und den Venturi benutze. Ich brauche viel Luftvolumen oberhalb des Schiebers. Ich brauche einen super geleiteten Luftstrom, der in den Vergaser reinführt, möglichst ohne Kanten und ohne Ecken und möglichst nicht um 23 Ecken herum, also sprich in den Luftfilter, oben im Luftfilter lang, in die Hauptdüse rein. Das sind 93 Grad Winkel, ist schon scheiße. Wenn die Luft da rum muss, das dauert und das ist scheiße. Also mit diesem Venturi habt ihr einfach einen besser geleiteten Luftstrom. Natürlich, wenn der Motor die maximale Luft kriegt, die er benötigt für das Ansaugmoment,
müsst ihr natürlich dafür sorgen, dass Sprit dazukommt. Und wenn Sprit dazukommt, dann habt ihr viel Kraftstoff und viel Kraftstoff sorgt für viel Kraft und deswegen kriegen wir auch einfach diese Leistungsentfaltung, die wir haben. Also meine Ergebnisse, wenn die Motoren abgedüst sind, die Leute kommen und sagen, das passt eigentlich ganz geil, mein Motor läuft gut und ich bin auch sehr zufrieden. Das Problem an der Sache ist, die Motoren performen, aber sind künstlich runterkastriert. Das heißt, die Luft ist begrenzt und der Spritzufluss ist aufgrund dessen begrenzt. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen was aufgemacht, also den Motor mal aufgemacht. Ihr seht jetzt im Grunde, ich blende euch das mal ein, der Motor ist seit 4 Jahren im Betrieb. Und seit 4 Jahren wird dieser Motor wirklich hart benutzt. Wir haben jetzt mit dem Tacho 3600 Kilometer drauf und den anderen Tacho, der hier vorher drin war, der hatte ca. 1500, 1600 Kilometer drauf. Also das heißt, den Motor gibt es jetzt schon seit ca. 5100, 200 Kilometern. Was wir gemacht haben, war ja das Update auf den Stelvio. Da war vorher ein BGM drauf und seitdem wir den Stelvio montiert haben, seht ihr, ist der Motor genauso in Gebrauch und wurde auch nicht mehr verändert. Das heißt, ich habe den abgedüst auf dem Prüfstand, habe euch die Aufnahmen auch gezeigt, habe euch das Video gezeigt. Ich kann euch das mal irgendwo einblenden. Und dann ist der jetzt so gefahren. Und die ganze Saison ist meine Frau mit dem Roller auch gefahren. Ihr seht jetzt hier, ich habe die Schrauben schon mal gelöst, ihr seht jetzt hier den Westpack-Deckel. Ja, das ist der Westpack-Deckel, der ein unfassbar großes Volumen hat. Ja. Dieser Deckel hat hier ein riesengroßes Volumen. Hier steht sehr viel Luftvolumen oberhalb der Ansaugung zur Verfügung. Der passt auch gerade so noch unter die Seitenhaube und unter den Rahmen. Es kollidiert nichts. Du kannst einfädeln, du kannst auch mit 2 Mann fahren. Deswegen haben wir hier die Schräge. Ja. Das passt alles wunderbar. Und du kannst diesen Deckel, je nachdem, was du für eine Vergaserwanne hast, mit Getrennschmierung oder ohne Getrennschmierung, kannst du diesen Deckel einfach benutzen. Ja? Ich habe jetzt hier, was? Ich war zu schnell. ich habe jetzt hier eine Wanne mit einer Ölpumpe drauf. Und ihr könnt hier im Grunde sehen, hier war meine Ölpumpe montiert. Das habe ich aber demontiert, weil ich das nicht mehr brauche. So, hier könnt ihr jetzt, kannst mal ein bisschen näher kommen, können wir das mal zeigen. Also ihr könnt hier sehen, der Motor ist überall staubtrocken. Hier im Vergaser ist auch nichts drin. Hier steht keine Suppe, hier hat sich nichts abgesetzt und wir haben hier nicht großartig irgendwelche Spritnebelreste oder sonst irgendwas. Der ist wirklich furztrocken. Ne? Also hier, das ist, ihr seht selber, hier unten drin mit dem Finger, ihr könnt es alle sehen, da ist nichts, ja. Der Motor ist sehr harmonisch und sauber abgedüst. Hier seht ihr den Venturi, der verbaut ist. Der Venturi hat hier ganz klar die Schraube, von der ich eben sprach, die hier hinten gekapselt ist. Und die Düsen stehen nicht im Venturi-Luftstrom, die stehen nicht hier drin, sondern die sind hier hinten, hinter der Seite des Venturis gekapselt. Und somit kriegen die einen beruhigten Luftstrom oder können sich über einen beruhigten Luftstrom freuen und können wunderbar performen. So sieht das Ganze im Grunde aus. Das ist also kein großes Hexenwerk. Das ist der Venturi. Das ist ein 24er Dello. Also der Roller hat 22 PS mit einem 24er Dello. Es ist kein Hexenwerk. Die Düsen, die hier drin sind, haben die entsprechende Größe. Ich könnte natürlich jetzt die Düsengrößen etc. sagen, aber es wird euch nicht wirklich was bringen, weil das Ganze funktioniert auch nur in dieser Umbauvariante, wie ich das mache. Also mit den Westpack-Teilen. Der Vergaser muss entsprechend umgearbeitet werden. Ich mache meine Düsen alle selber. Das heißt, ich bohre mir meine Düsen selber. Dann weiß ich aber auch genau, welche Größen ich habe. Das heißt, ich verwende Düsen in einer Größe, die es nicht zu kaufen gibt. Und damit kann ich den Vergaser deutlich besser und deutlich diffiziler einstellen. Das heißt, ich kann darauf reagieren, brauche er in der Nebendüse mehr Luft, brauche er in der Nebendüse mehr Sprit, brauche ich eine 170er, brauche ich eine 165er Nebendüse, brauche ich eine 180er Nebendüse, brauche ich eine 62, brauche ich eine 64, brauche ich eine 65er Nebendüse, Spritkanalgröße oder brauche ich eine Hauptdüse von 160, 165, 170. Also ich habe zum Teil Motoren abgedüst, Drehschiebermotoren, Quattrini 244 mit einem Reso-Auspuff, was eigentlich syntaktisch nicht zusammenpasst, weil die Steuerzeiten nicht dafür ausgelegt sind, aber egal, funktioniert mit einem 26er Spacko, 32 PS. Ich glaube, der hatte eine 180er, 185er Hauptdüse. Nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was wirklich, und die laufen sauber, die Motoren. Also die laufen nicht unmöglich oder ruppeln oder rotzen oder spotzen. Die fahren im vierten Gang. Die Jungs, die das jetzt hier sehen und denen ich bereits die Vergaser abgestimmt habe, die können das ja immer hier in die Kommentare schreiben, wie ihre Fahreindrücke jetzt nach
ein, zwei Jahren, drei Jahren sind mit meiner Abstimmung. Die Motoren leben alle noch, die haben keine Klemmer, die sind nicht kaputt, weil sie über 5, 6, 7 Kilometer mal 100 gefahren sind und Angst haben, die Karre muss wegklemmen. Passiert nicht. Die Motoren laufen thermisch stabil, wir können mit 19, zum Teil 20 Grad Zündungen fahren, weil wir ausreichend Sprit dazugeben, weil wir ausreichend kühlen, weil wir dafür sorgen, dass der Motor thermisch stabil bleibt. Und das ist im Grunde das ganz große Thema. Ihr müsst dafür sorgen, dass der Motor thermisch stabil bleibt. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr Sprit zuführt oder wenn ihr viel Luft habt und viel Sprit dazuführt, sorgt dieser Sprit auch dafür, dass der Motor gekühlt wird. Das ist eigentlich im Grunde der große Aha-Effekt. Das heißt, ihr kühlt den Motor, obwohl ihr viel Sprit dazugebt. Ihr könnt auch noch aggressiver an die Zündung rangehen, aber dann geht ihr in einen Bereich, wo es thermisch problematisch wird und dann wird es unangenehm, scheiße. Die Kolben können kaputt gehen, die können durchbrennen oben, ihr habt Löcher in den Kolben. Das ist alles nicht zu empfehlen. Also bei meiner Vergaserabdüserei hat sich herausgestellt, dass ihr zwischen 19 und 20 Grad, sowohl bei 210ern Polinis, 210er Malossis, 244er Quattrinis, ist das beste Zündungsverhältnis so zwischen 19 und 20 Grad. Das kann man auf dem Prüfstand ganz gut einstellen. Man stellt die Zündung so lange vor, wie er Leistung zulegt. Wenn er dann Leistung abbaut, dann geht man wieder zurück und geht auf den Punkt, wo die höchste Leistung geworfen wurde. Wenn man dann 1 Grad runter geht, also statt 20 Grad auf 19 Grad, dann ist man vor der maximalen Leistungskapazität, aber man befindet sich in einem thermisch sicheren Bereich. So, das war's im Grunde. Mehr ist es nicht. Es ist kein Hexenwerk. Vergaser wird umgebaut, Venturi wird draufgeschmissen und ein großer Deckel von Westpac wird draufgeschmissen. Und dann funktionieren die Motoren, die SI-Vergaser. Natürlich gehört noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz dazu. Das ist keine Sache, die so im Vorbeilaufen passiert ist, dass man das mal irgendwie herausgefunden hat oder dass einem zugeflogen ist. Da steckt wirklich viel Arbeit hinter. Und das habe ich damals mit dem Andreas zusammen gemacht. Und wir haben uns da gegenseitig wirklich sehr viel abverlangt. Also sowohl Gehirnschmalz als auch entsprechend Motoren zerstört. Wir haben sehr viel kaputt gemacht. Wir haben sehr viel getestet. Er hat viel getestet, ich habe viel getestet. Und die Entwicklung ging, er verfolgt einen anderen Weg, ich verfolge einen Weg. Also die Entwicklung ging auf beiden Seiten weiter. Und ich glaube, dass das ganze System in sich jetzt mittlerweile so ausgereift ist, dass ich also wirklich sagen kann, wir können Motoren oder ich auch kann in diesem konkreten Fall Motoren mit SI-Vergasern so abstimmen, dass sie vollgasfest sind, dass ihr problemlos 100, 110 km/h, 120 km/h dauerhaft fahren könnt, ohne den Motor zu zerstören. Der SI-Vergaser ist ein Vergaser, der völlig unterschätzt wird, völlig underrated ist und viele einfach den Kopf nach hinten werfen und sagen, kannst du nicht fahren, ist scheiße, bringt nichts, tut es nicht. Auf dem Motorkonzept wird das nichts und mit Reso geht das schon mal gleich gar nicht und so weiter. Ganz wichtig, was ihr wissen müsst, ist, SI-Vergaser funktionieren gut bis zu einem Drehzahlbereich von 7500 bis 8000 Umdrehungen. Da ist Popshop, mehr geht nicht. Und dabei ist es ihm auch egal, was für ein Auspuff. Wir reden mal über SI-Vergaser mit Box oder SI-Vergaser mit Reso-Tüte, das ist egal. Wenn die Steuerzeiten passen, das heißt die Steuerzeiten sich maximal im Bereich von maximal 128 und Auslast 188 aufhalten und ihr einen Vorauslass habt, der nicht größer als 30 ist. Im Idealfall mit SI-Vergaser fahrt ihr einen Vorauslass von 27 bis 30. Dann habt ihr mit dem SI-Vergaser sehr viel Spaß. Ich habe jetzt vor kurzem noch von einem Freund von mir aus Aachen, vom Michael, vom Zockzock, den Batman abgestimmt. Thank you.
und der hatte vorher PWK und allen möglichen Scheiß drauf und war völlig unzufrieden und sagt hinterher so, ich fahre einen anderen Roller. Ne? Das ist so der Running Gag bei den Jungs, die alle da waren, die sagen immer, ich fahre einen anderen Roller. Vertraut der ganzen Sache, gibt der Sache eine Chance, schmeißt das nicht immer gleich sofort in die Ecke von wegen, kann nicht funktionieren. Der SI-Vergaser funktioniert wirklich ganz toll. Ihr habt wirklich viele Möglichkeiten damit, gerade bei den Motorenkonzepten mit 210 Malossi Sport und Box. Da könnt ihr echt wirklich, wirklich viel, viel machen und 99% der Motorenkonzepte abdecken, gerade was Drehschieber anbelangt. Ihr braucht keinen 30er Dello, ihr braucht keinen 28er Kaihin, ihr braucht den Scheiß einfach alles nicht. Ihr braucht noch nicht mal einen 28er Pinasco. Der 28er Pinasco-Vergaser, der ist so unnötig wie ein zweites Loch im Rektum. Brauchst du nicht. Der 26er, der 24er, die tun das alle. Und ein kleiner Tipp noch, wer noch einen originalen 24er Dell Orto-Vergaser hat, der kann glücklich sein, weil dieser Vergaser ist zwar bauartbedingt genauso von außen wie der Spacko, aber das, was innen drin ist, das ist anders. Und wer einen 24er Dello hat, der sollte den auch hegen und pflegen und gut aufbewahren und hin und wieder mal sauber machen. Ihr seht ja, es ist hier schon überall Staub zu sehen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es hier keinen Staub gäbe. Natürlich gibt es hier Staub, aber vernachlässigbar. Meine Frau hält die Kamera, die kann jetzt mal sagen, dass sie seit 4 Jahren mit diesem Roller wunderbar fährt und überhaupt keine Sorgen und Nöte hat. Ich habe einen Zylinder getauscht, weil ich ihn tauschen wollte, und ansonsten läuft das Ding. Ein Kupplungspilz ist mal kaputt, oder die Andruckplatte von der Kupplung ist kaputt gegangen. Und das waren die einzigen Schäden in den letzten 4 Jahren. Ihr seht, das ist das, was ich verbaue von der Firma Westtec. Vielen Dank nochmal an den Peter, weil wir das Ganze in ständigen Austausch machen. Also wir haben da regelmäßig, telefonieren wir miteinander. Der eine hat Ideen, der andere hat Ideen. Was können wir noch machen? Wo können wir uns noch hin den Weg? Aber das ist jetzt seit Jahren eigentlich wirklich perfekt. Ich brauchte da nicht viel Input geben. Die Rahmenparameter waren im Grunde sehr, sehr perfekt von Peter vorbereitet. Die Sachen halten, die Sachen platzen nicht, die Sachen gehen nicht kaputt. Das ist wirklich, wirklich geil. Also ich lege euch diese Sachen von der Firma Westpac ans Herz. Den Link zum Shop von der Firma Westpac, den blende ich euch jetzt ein und der steht unten in der Videobeschreibung. Ruft ihn an, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Fragen habt. Er steht euch mit Rat und Tat zur Verfügung. Und ich würde sagen, das war es an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr Bock habt. Den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen wie immer als bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee. Tschüss.